gewesen, Schüler und Schülerinnen vom Gymnasium und machen ein Erasmus-Projekt über die Bildungssysteme in Europa. Wir möchten also unseren Erasmus-Partner in die Oberstufe präsentieren. Deshalb möchten wir euch einige Fragen stellen. Habt ihr Zeit? Ja, natürlich. Gut. Hi, ich bin Corinna, das ist Artemis, das ist Marina und das ist Georg. Also, wie heißt ihr? Ich bin Costadina. Ich heiße Atina. Ich heiße Pagini. Ich heiße Alex. Wir gehen in die 9. Klasse aufs Gymnasium, also die letzte Klasse der Sekundarstufe 1 und möchten gerne wissen, welche Voraussetzungen es für die Oberstufe nach der Sekundarstufe 1 gibt. In Griechenland gibt es nach dem Gymnasium die Oberstufe, also das ist das Lyzeum. Wie viele Klassen gibt es in der Oberstufe Lyzeum? Es gibt 3 Klassen. Wie alt sind die Schüler und Schülerinnen? Die Schüler und Schülerinnen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Welche Alternative zur Oberstufe gibt es? Ich meine, welche Schulformen gibt es für die Schüler und Schülerinnen nach dem Gymnasiumschluss? Nach dem Gymnasium gibt es viele Optionen. Man kann die gymnasielle Oberstufe, das ist das generelle Lyzeum, oder die Berufsoberstufe besuchen. Es gibt auch andere Schulformen, wie zum Beispiel die Musikschule, die Kunstoberschule, die interkulturelle Oberschule und die Religionsoberschule. Also, welche Schulform wird eigentlich am meisten besucht und warum? Die meisten Schüler wählen das Lyzeum, weil es die generellste Schulform ist. Es bietet auch viele Optionen nach dem Abschluss, denn man kann eine Universität besuchen. Welcher Unterschied gibt es zwischen der generellen Oberstufe und der Berufsoberstufe? In beiden Schulformen gibt es generelle Fächer, aber in der Berufsoberstufe gibt es außerdem spezialisierte Bereiche. In jedem Bereich lernt man die relativen Fächer und macht man auch Werkstätte. Der Berufsoberstufe ist eigentlich praktischer. Es dauert auch 3 Jahre, aber man hat die Möglichkeit, zusätzlich ein Jahr Praktikum zu machen. Nach dem Praktikum kann man direkt arbeiten oder man kann Prüfungen geben und eine Universität besuchen. Also, welche Schwerpunkte werden in der generellen Oberstufe angeboten? Auf dem Lyzeum gibt es generelle Fächer wie zum Beispiel Griechisch, Religion, Fremdsprachen, Sport. Es gibt auch Orientierungsfächer, Naturwissenschaften wie Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Geisteswissenschaften wie Altgriechisch und Geschichte und Wirtschaft, Informatikfächer. Was wird für die Vorbereitung auf ein Studium gelten? Für unsere Vorbereitung gibt es erstens die Schule. Der Unterricht ist sehr wichtig, denn wir bekommen Kenntnisse nicht nur für die Prüfungen, sondern auch für unser Studium später. Die meisten Schüler und Schülerinnen besuchen auch ein Institut für Nachhilfeunterricht oder haben Privatunterricht, um den Schulstoff besser zu verstehen und sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Gibt es Orientierungsgruppen? Ja, in der 3. Klasse gibt es 4 Orientierungsgruppen. Sie sind die Orientierungsgruppe Geisteswissenschaften, die Orientierungsgruppe Positive Studien und die Orientierungsgruppe Wirtschaft Informatik. Also, welche Fächer werden in der Orientierungsgruppe unterrichtet? In der Orientierungsgruppe Geisteswissenschaften lernt man Altgriechisch, Latein und Geschichte. In den positiven Studien lernen wir Physik, Chemie und wir wählen Wissen, Mathematik oder Biologie. In der Gruppe Wirtschaft Informatik gibt es eigentlich Informatik, Wirtschaft und Mathe. Gibt es eigentlich Fremdsprachen? Natürlich. In allen Klassen lernen wir Englisch 2-mal pro Woche. In der 1. und 2. Klasse lernen wir auch eine 2. Fremdsprache, Deutsch oder Französisch, wie im Gymnasium. Welche Voraussetzungen gibt es, um den Abschluss zu erreichen? Alle Schüler und Schülerinnen, die eine Note größer als die Mindeste bekommen und das intraschulische Examen bestehen, bekommen den Schulabschluss. Man soll auch die meisten Abwesenheiten nicht überschreiten.
Und in welchen Fächern gibt es Examen für die Lyzeumabschluss? Wir haben Examen in Neugriechisch, alle Fächer von unserer Orientierungsgruppe und Mathematik für die Orientierungsgruppe Geisteswissenschaften und Geschichte für die anderen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Hochschulreife zu erreichen? Um die Hochschulreife zu erreichen, geben wir Abiturprüfungen, die zeitgleich in ganz Griechenland stattfinden. In welche Fächer geben die Schüler und Schülerinnen eine Prüfung, um die Hochschulreife zu erreichen? Die Fächer sind alle Orientierungsgruppe-Fächer und auch Neugriechisch. Und in welche gibt es in der Berufsstufe? Es gibt 8 Bereiche mit verschiedenen Schwerpunkten. Über die Umwelt und die Ernährung, über die Wirtschaft und die Verwaltung, über die Bauleitplanung, über die Elektrizitätslehre, Elektronik und Automatisierung, über die Ingenieurwesen und die Informatik und über die Gesundheit. Also, welche Fächer werden in der Berufsoberstufe unterrichtet? Die Fächer unterscheiden sich je nach dem Bereich, aber es werden auch Fächer der allgemeinen Bildung unterrichtet. Gibt es die Möglichkeit, nach der Berufsoberstufe an die Universität ein Studium zu machen? Ja, es gibt manche Plätze, die je nach Hochschule bestimmt, die für die Schüler der Berufsschulen angeboten werden. Natürlich sollen die Schüler die Prüfungen bestehen. Ihr seid jetzt in der 12. Klasse. Welches Lyzeum besucht ihr? Wir besuchen das experimentelle Lyzeum der Universität Mazedonien. Und wie lange musst ihr täglich lernen? Es kommt total auf den Schüler an. Ungefähr 2 bis 6 Stunden pro Tag. Am Wochenende lernen wir natürlich mehr, weil wir mehr Zeit haben. Wir wünschen euch viel Erfolg. Danke. Danke.